Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo zu Ether Together. Alle springen hier fröhlich und munter durch die Gegend. Denn also, wir haben den ersten Dungeon geschafft in der letzten Folge und das war richtig geil. Auf jeden Fall. Ich wurde umgebracht. Yay. Ja, Entschuldigung nochmal, ich schäme mich. Ja, trotz alledem gibt es ein paar Informationen, die wir euch noch mitteilen wollen. Und zwar beenden wir an dieser Stelle, beziehungsweise nicht beenden, das ist total das falsche Wort, sondern wir pausieren dieses Projekt jetzt erstmal. Das hat folgende Gründe. Und zwar haben wir auf der Facebook-Seite von The Ether 2 gesehen, dass es halt noch sehr viele Neuerungen gibt, die aber noch nicht implementiert sind, also noch nicht in das Spiel eingebaut wurden, und beziehungsweise in den Modifikationen. Und das Problem ist einfach nur, dass wir das Ganze erleben wollen, wenn es denn auch draußen ist. Und ja, das ist halt das Problem. Wir wollen jetzt halt da ein bisschen drauf abwarten und gucken, wie sich das noch entwickelt und dann halt weiterspielen. Das heißt, wir werden jetzt eine kleine Unterbrechung von dem ganzen Projekt machen. Was ist da bei euch los? Warum? Alter, der Kike, jo. Weg da. Ja, auf jeden Fall werden wir eine kleine Pause machen und das ganze Projekt wird auf jeden Fall weitergehen, wenn die ganzen Neuerungen rauskommen. Ihr könnt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es bei euch aussieht. Wenn ihr irgendwie mitbekommt, dass bei The Ether was Neues ist oder so, schreibt uns das in die Kommentare als persönliche Nachricht auf Facebook, keine Ahnung, ist egal wie. Würden wir uns auf jeden Fall. Die Nummer wird hier eingeblendet. Genau. Wir sind schon alle ganz geil drauf. Endlich ab in den nächsten Dungeon, wenn es dann weitergeht. Also das Update, die müssen sich mal ein bisschen beeilen bei die Ether-Leute hier. Hier, ja, schämt euch mal. Echt mal, spammt die alle zu, die sollen sich beeilen. Nein, geht macht auf, das nicht. Macht nein, das geht dann, das sind wir die Bösen. Aber schreibt denen mal Pseudo auf die Facebook-Page. Ihr seid alle süß. Ja, also wir warten ganz gespannt auf das neue Update und so lange warten wir jetzt einfach noch, damit wir uns halt nicht hier so viel vorwegnehmen von den Sachen, die es halt eigentlich noch gar nicht gibt. Weil, so wie ich das jetzt gesehen habe, zum Beispiel gibt es noch, ja, es gibt so richtige Dorfbewohner im Ether, es gibt da noch so Tempel von diesen Leuten, die hier wohnen. Dann gibt es noch, ja, die Dungeons werden noch ein bisschen verändert. Also die, wir haben jetzt den ersten Dungeon geschafft, haben jetzt den Key bekommen. Dann würden wir jetzt in den nächsten Dungeon kommen und da sind schon so ein paar Bugs, wo wir dann halt irgendwo feststecken würden, so wie wir es jetzt mitbekommen haben. Und deswegen müssen wir halt noch drauf warten und ich hoffe mal, das geht jetzt so schnell wie möglich weiter. Und ja, wenn ihr euch auch schon weiter drauf freut, auf den Ether, dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben, könnt ihr auch eine Bewertung dalassen für das ganze Projekt bis jetzt. Es hat auf jeden Fall uns soweit allen sehr viel Spaß gemacht, das Ether-Projekt. Auf jeden Fall. Ziemlich, und, ziemlich geil. Richtig, genau. Also, und was auf jeden Fall noch gesagt werden muss, es gibt natürlich noch ein paar Sachen, die man machen könnte. Jetzt zum Beispiel, wie in den nächsten Dungeon gehen und sowas, oder vielleicht das Haus besser ausbauen. Das Problem ist ja wirklich, dass es momentan noch die Pre-Alpha ist und dass wir ja wirklich jetzt, wenn wir jetzt sozusagen loslegen und wir erkunden ja alles, dann kann es irgendwie sein, dass wir später, wenn wir die Welt hier zum Beispiel auch implementieren, dass da wieder Sachen fehlen und dass wir zum Beispiel das Ganze, wie wir es ja schon mal machen mussten, irgendwie nochmal alles neu bauen müssen. Und ich glaube mal, wenn wir jetzt loslegen, wir bauen alles und dann stellen wir später fest, oh scheiße, wir müssen das Ganze nochmal alles neu aufsetzen. Ich glaube, das wäre dann noch ärgerlicher, als es sowieso schon gewesen war. Richtig, ja. So sieht's aus. Gut, halt, du bist der Junge, gut. Ja, wenn ihr aber diese Konstellation von uns gut findet, also wie gesagt, weil wir halt nicht genau wissen, wie lange das Ganze dauert, das kann eine Woche dauern, das kann zwei Wochen dauern. Wenn ihr die ganze Konstellation so gut findet, also mit dem Biol, mit dem Ungespielt, mit dem Zander, mit dem Shuffle, mit dem Dotox, dann braucht ihr keine Panik haben, dass ihr jetzt 2, 3, 4, 5 Wochen nicht seht, sondern wir haben uns vorhin nochmal kurz beraten und werden auf jeden Fall in Zukunft auch mal so ein paar Aufnahmen machen, was weiß ich, zum Beispiel Cops and Rubbers oder sowas, und da wird es bestimmt auch noch was geben. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sind wir eigentlich fertig mit dem Video, oder? Oder halt Minecraft PvP und solche Sachen. Genau. Dings, was ich noch zum Ende sagen wollte, ist, ja, also ich hoffe, ihr wartet genauso gespannt wie wir auf die Neuerung und dann sehen wir uns dann wieder, wenn es dann weitergeht. Ja. Hoffentlich, ja. Nein. Ist dann, die geht die Alpha bald in die Beta oder so. Ja, genau, so sieht's ja, aus. Weil das, was, genau, wir sind ja das, was viele wirklich nicht wissen und das, was viele auch beachten müssen, ganz wichtig. Wir sind noch in der Pre-Beta, das heißt, wir sind noch nicht mal in der. Wir sind in der Pre-Alpha. Wir sind in der Pre-Alpha, genau. Wir sind noch nicht mal noch in der schlimmer. Richtigen. Wir sind nicht mal in der Alpha-Version, das ist noch die Vorversion der Vorversion. Also wir von sind, der Vorversion. Das ja, von der Vorversion. Genau. Wir sind in der Version und deswegen, der Vorversion. Also, das ist Inception, Alter. Genau, deswegen. Es kommen noch so viele Sachen dazu und ich freue mich einfach auf das alles, was wir noch gemeinsam erforschen können, ja, mit richtig. Euch. Ihr müsst es also eher als Demo ansehen. Also das, was hier war ja eher eine Demo-Runde so. Mal alles so eine Art Testlauf sozusagen, wir tauchen euch da schon mal ein und ja, aber... Ihr dürft halt nicht ertrinken und so, aber... Ja, genau. Vielleicht wirklich, es kommt laut Facebook, was wir davon gesehen habt, noch so viel dazu. Also ich denke mal, es wäre jetzt irgendwie auch ein bisschen blöd, dort weiterzumachen, wenn wir halt das Ganze gar nicht so genießen können, wie es eigentlich gedacht ist, ne? Ja. Denke ich mal. Aber dieser blöde Ungespielt, ey, hat Shuffle einfach getötet, so ein Arschloch, echt mal, ey. Echt mal, echt mal, echt mal. Er rastet übelst aus.
Okay, Leute, also wir hoffen, dass ihr das Ganze auch so versteht, wie wir das meinen. Also nicht, dass ihr jetzt sagt, voll scheiße, dass ihr jetzt wieder aufhört, weil aufhören ist total das falsche Wort. Wir machen eine Pause, damit es halt im Endeffekt geiler wird. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, oder wir hoffen, dass ihr das alles so verstanden habt, wie wir das jetzt auch meinen. Ja, ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, könnt ihr es natürlich in die Fragen, in die Kommentare schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns. Ja, ich würde sagen, Shuffle, versuch mich doch zu treffen. Versuch mich doch zu treffen. Versuch mich doch. Ah! Ich bin unbesiegbar, Shuffle. Du kannst mir nichts tun. Nein. Ich habe die Neptun-Rüstung an. Nein. Das glaube ich dir nicht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Bis dann. Ciao.